Hallo, ich bin's wieder. Heute wollte ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen aus unserem Erfahrungsschatz. Wir hatten vor einiger Zeit in Bremen in den Wallanlagen mal eine unserer Shows. Ich glaube 800 Jahre, wenn ich mich richtig entsinne, 800 Jahre Bremer Wallanlagen. Und da haben wir, also das ist so ein, falls das einer jemand nicht kennt, die Wallanlagen, das ist sowas Ähnliches wie so ein Fluss, der allerdings sehr, sehr langsam fließt. Und da hatten wir unsere Wasserorgel, weil unsere Wasserspiele drin aufgebaut, schwimmend, und sind dann abends nach dem Aufbau ins Hotel, haben noch schön fein zu Abend gegessen und sind dann ins Hotel. In der Früh, nach dem Frühstück, laufen wir zum Veranstaltungsort, und da ging es über so eine Brücke, über diesen Fluss drüber. Und wir gucken so und haben uns etwas gewundert, nichts zu sehen von unseren Wasserspielen. Und als wir näher gekommen sind, da war nichts. Nichts. Leer. Alles weg. Und wir haben dann rumgefragt, und es hat keiner uns Bescheid sagen können, was da passiert ist. Und einer von uns hat einen Taucheranzug dabei gehabt und ist dann getaucht und hat gesehen, die Wasserspiele liegen am Grund dieses Flusses. Und es hat sich dann herausgestellt, dass in der Nacht irgendwie durch ein Missverständnis oder keine Ahnung durch was, hat sich ein Motorboot ist da entlang gefahren und hat unsere Leinen beschädigt, mit denen wir die Wasserspiele, die Wasserorgel am Ufer befestigt haben. Durch den Wellengang sind die Wasserspiele dann umgekippt und trotz Schwimmkörper versunken. Es wurde dann auf die Schnelle ein Kran organisiert, und dieser Kran hat uns die Wasserspiele rausgehoben. Wir haben dann auf die Schnelle es geschafft, wieder alles schön fein säuberlich aufzubauen. Und am Abend hat dann die Show stattgefunden. Wir empfehlen immer so eine maximale Showlänge von 15 bis 20 Minuten. Diesmal allerdings ging es länger, weil es hat geregnet wie aus Kübeln. Und trotz strömenden Regen standen Tausende von Zuschauern an beiden Ufern entlang und auch auf der Brücke mit großen, weit geöffneten Augen, mit geöffneten Mündern, waren hin und weg und haben sich im Takt der Musik gewiegt. Und also normalerweise sind die Wasserspiele musikgesteuert, musiksynchron. Allerdings diesmal haben wir live gespielt, live zu Live-Musik. Und nach 1,5 Stunden konnten wir nicht mehr. Wir waren total durchnässt bis auf die Knochen. Und als wir gesehen haben, dass so viele Tausende von Menschen trotz strömenden Regen einfach nicht nach Hause gehen, sondern sich das ganze Spektakel anschauen, haben wir es nicht übers Herz gebracht, aufzuhören. Und wie gesagt, nach 1,5 Stunden haben wir dann doch aufgehört. Wir konnten einfach nicht mehr. Und es ist auch ein unvergessliches Erlebnis. Es wird mich ewig begleiten, diese große Menschenmenge, die da trotz Regen zugeschaut hat. Also für mich ist es, wie ich schon gesagt habe im Anfangsvideo, im allerersten, für mich ist es mehr wert als alles Geld der Welt. Da sieht man, welche Freude man den Leuten damit bereiten kann. Und für mich ist es unglaublich schön. Vielen Dank fürs Zuschauen wieder. Alles Gute noch und bis zum nächsten Video dann. Tschüss.